Fast alle hasteten nach draußen, sichtbar erleichtert, etwas tun zu können. Herr Martinius kam, aber es blieb keine Zeit für Gebete. Er half mit, den Mann auf das Schlepp zu buxieren. Zwei miteinander verbundene Stangen, die am Kummet des Pferdes befestigt waren und deren Enden über den Boden schleiften. Dann halfen die Männer, die den Verletzten heimgetragen hatten, das Pferd zu führen, während Taye, Cecilie und der Pastor sich um den Patienten kümmerten. Die Bäuerin musste zu Hause bei den Kindern bleiben. Das war am besten so. Die völlig verängstigte junge Frau rief Taye nach. »Er muss doch nicht...« Sie deutete verzagt auf die festgezurrte Gestalt auf dem Schlepp. »Wir werden unser Bestes tun, damit er überlebt. Aber noch mehr Kinder wird es in diesem Haus nicht geben.« »Ach Gott sei Dank«, sagte sie erleichtert. Ob die Erleichterung in ihrer Stimme der Tatsache galt, dass ihr Mann noch lebte oder eher Tajeys letzter Äußerung zuzuschreiben war, das wusste niemand zu sagen. Ein Schlepp war nicht gerade das beste Transportmittel für einen Mann, der mit einem Messer niedergestochen worden war. Und sie hatten ihre liebe Not und Mühe, einigermaßen glatt über den steif gefrorenen Waldboden zu kommen. Der Pfad, der zu der kleinen Karte führte, war voller Steine und Baumwurzeln, über die das Schlepp hinweggehoben werden musste. Am Ende fühlte Cecilie sich, als ob sie schon 100 Jahre so gebückt gegangen wäre. Als sie schließlich vor der Treppe von Lindenallee Halt machten, richtete sie den schmerzenden Rücken gerade, Wirbel für Wirbel, während sie mit zusammengebissenen Zähnen stöhnte. Es wurde ein harter Kampf um das Leben des Mannes. Aber in Tengels Behandlungszimmer war alles viel heller. Alles war zur Hand und Taye hatte schon viele Male vorher dort gearbeitet und kannte sich aus. Cecilie jedoch, die nicht an Krankenpflege gewöhnt war, musste immer wieder dagegen ankämpfen, in Ohnmacht zu fallen. Herr Martinius half, den Mann festzuhalten. Seine Rolle als Geistlicher hatte er zu Hause gelassen. Jetzt ging es um das Leben dieses Mannes. Der Verletzte hatte am Anfang geschrien. Aber nach und nach wurde er still.